Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft. Aua. Und ich habe mich gerade gewundert, warum ich nichts höre. Ich sollte manchmal auch mein Headset einschalten. Ne? So, Rettzählen aus dem Schlund. Drei fehlen uns noch. Die holen wir jetzt noch schnell, bevor wir hier uns die Erinnerung des Runenmetzes gönnen. Ich habe zwar, glaube ich, gesagt, warte mal, können wir schon reiten? Nein, immer noch nicht. Habe ich gesagt, dass ich die drei Seelen offscreen hole? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Hab's vergessen. Egal. Ist phänomenal. So. Finden wir hier irgendwo auf die Schnelle eine Seele, die was wir befreien könnten? Beziehungsweise, wo müssen wir uns denn die Rune beschaffen? Findet eine gestohlene Erinnerung des Souvenir. Keine Ahnung. I have no idea. Ich gehe jetzt hier kurz mal einfach nur ein bisschen Seelen schauen. Können wir dann noch... sind wir zu spät, leider. Leider waren wir da jetzt zu spät, dass wir bei dem Bonus-Event noch mitmachen. Was ist das? Das typische Magma. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Seelen. Marito, der Seelenernter. Oh gut. Ich finde jetzt keine. Wir müssen sicher nochmal nach Torghast. Normalerweise sind hier am Anfang immer ein paar. ja. Was muss man hier tun? Rückkehr, rettet die Seelen. Ja, ups. Hallo? Spiel? Hallo? Ah, wir müssen eh darüber. Schau her. Dann laufen wir darüber. Und am Weg dorthin nehmen wir ein paar Seelen mit. Dann geht's ja doch. Hätte ich jetzt doch nicht zurück teleportieren sollen, ne? Marito, das hast du wieder schlau gemacht. Die Leute schauen dir doch so gerne zu, wenn du sinnlos herumlaufst. Da ist eine Seele. Eine Seele, die wartet auf uns. Und wie ich gerade merke, fehlt der Leerwandler. Eieiei. So. Wir holen mal unser ganzes Zeug raus, was wir haben. Dein Ziel ist tot. Okay. Da kommt man nicht dran, da braucht man Schlüssel. Pardon. Müssen wir jetzt echt darüber laufen? Das ist aber C. Das ist aber C. Haben wir hier irgendwo eine Seele? Eine Seele. Da ist eine Seele drin. Die wollen wir jetzt befreien. Ich habe keine Ahnung, warum ich heute so viel singe. Okay, Seele Nummer 18. Da waren es nur noch zwei, ne? Die kann man nicht, aber da haben wir wieder so einen Stein. Schicken wir ihn gleich drauf. Ja, es macht nichts. Der kann nichts. Ich weiß jetzt nicht, was mein Rechner gerade so auslastet. Maybe, weil ich nebenbei... Ups, jetzt habe ich wieder geschlafen. Weil ich nebenbei Videos hochlade für euch. Aber das dürfte eigentlich den Rechner egal sein. Das geht hier höchstens auf die Leitung und die ist stabil. Ist da schon wieder so ein Bonus-Event? Oh ja. Das hat für uns leider nicht mehr gezählt. Mir gefallen die Rüstungen hier im Schlund so extrem gut, ne? Gut. Lass uns einfach weitergehen. Wir gehen unserer Quest nach. Eine Seele fehlt uns noch. Ich gehe davon aus, dass wir die hier irgendwo finden, ihr Lieben. Und ich mache jetzt mal einen Test, ja? Ich gebe jetzt mal mein Mikro hier so ein bisschen weiter weg.
ob ich dann besser klinge oder nicht. Das werden wir uns anschauen. Er hier hat anscheinend die Vorlage für ein Runenmetz. Dann werden wir uns die gleich mal holen. So. Schau gerade, ich habe außer Edge nichts laufen, ne? Ich werde auf jeden Fall die Aufnahme jetzt mal so fertig machen. Sollten kleine Mini-Ruckler drin sein, bitte verzeiht's mir. Ich werde dann gegebenenfalls nach dieser Aufnahme warten, bevor ich das nächste Video aufnehme. So. Er lumpen lässt er sich nicht, der Kollege, ne? Der will schon... Der verträgt schon einiges. Ich werde jetzt gleich ihn hier mal neu beschwören. Beschwören wir ihn hier. Und zack, zack. Und ja, ich sehe dich da von hinten. Komm da ran. Aber du kommst zu spät, mein Freund. Wir sind schon fertig hier. Und ihr seht hier auch, die Leiste fühlt sich langsam. Das Auge des Kerkermeisters. Ich möchte nämlich eigentlich irgendwie mein Setup so dahingehend ein bisschen ändern, dass man das Mikrofon vielleicht nicht immer im Bild sieht. Mich stört das, ehrlich gesagt. Alles soll vergehen. Hierbei handelt es sich anscheinend um verschlüsselte Korrespondenz zwischen einem Ventyr-Adeligen und einem schlunkgebundenen Lieutenant. Vielleicht kann Venari sie entziffern. Ja, komm, nimm mal mit. Das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch mit. Tralala, tralala, hopsasa. Alles klar. Marito hat einen Knall. Wir gehen da außen rum. Da knallt's weniger. Ne, aber irgendwas passt gerade nicht so ganz. Ne? Irgendwas läuft gerade nicht so rund. Auch mein Rechner hebt fast ab. But I don't know why this is so... Den holen wir uns gleich wieder. Machen wir zuerst dich hier. Dann haben wir auf jeden Fall auch die 20 Seelen gleich zusammen. Und wir sind immer noch in der Torgast, im Torgast-Kapitel. Also werden wir doch wohl 2 Folgen Minimum brauchen pro Kapitel. Anders als ich mir das erhofft hatte. Okay, wenn der gerade weggeht, dann machen wir hier Bumsemacher. Holen uns die letzte Seele. Passt, die haben wir auch. Einmal Imse, Himse. Gut. Kommen wir. Naja, kann man nicht. 13 Minuten Abklingzeit. Eieieiei. Eieieiei. Laufen wir eben zu Fuß, ne? Dann laufen wir zu Fuß. Dann laufen wir zu Fuß. Was ist heute nur mit mir denn los? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott.
die Vorhut der Schlundgebundenen. Eieiei. Jetzt wird's peinlich, Marito. Schattenblitz, Sieg und Flieg. Flieg und Sieg. Kann ich auf dem reiten? Oh, nice. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich noch nie probiert. Oh, nice. Das gefällt mir. So, wir geben einmal hier die eine Quest ab. Habt ihr etwas von Interesse gefunden? Es ist schon lange her, seit ich eine derart komplexe Methode der Verschlüsselung gesehen habe. Aber die Ventier sind nun einmal prahlerisch. Was auch immer diese Nachricht besagt, es ist klar, dass der Verfasser sie unbedingt geheim halten wollte. Entdeckt weitere Geheimnisse. Mhm. Wie gesagt, die Nebenquests und so mache ich nicht, ne? Ich glaube, wir müssen einmal hier zum Runemetz. Zur Oblette. 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 Da hängt er. Habt ihr gefunden, was mir genommen wurde? Es ist ewig her, dass ich etwas anderes als die Umrisse dieses teuflischen Gefängnisses kannte. Hab Dank, Sterblicher. Nun zu der von euch benötigten Unterstützung. Ja. Allmählich erinnere ich mich. Macht. Macht mit einem Ziel. Das ist es, was ich anbieten kann. Runen. Runen sind der Schlüssel. Ich erinnere mich an einige von ihnen. Aber um sie in eure Ausrüstung einzubringen, benötige ich meine Hände. Nun, eine Hand würde genügen. Beide wären besser. Findet einen Weg, mich von meinen Fesseln zu befreien, Sterblicher. Dann kann ich euch die Macht anbieten, die ihr sucht. Danach die Freiheit. Und vielleicht den Untergang desjenigen, der mich gefesselt hat. Okay. Boah, wie ging denn das? Wie ging denn das? Da muss ich jetzt quasi wieder 10-mal hin und her laufen. Oder? Rein und wieder raus. Die Geschichte eines Zwerges. Sie wird dann jetzt sagen, er muss da und da hingehen und dann den und den schlagen und dann kannst du ihn eine Hand freimachen. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas war da, ne? Ah, mein neuer Partner. Mal sehen, wie lang ihr durchhaltet. Die Ketten eines Gefangenen zerschlagen? Ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen könnte, außer es ist gefährlich, aber da gibt es einen Weg. Traut nichts, was ihr schon seht. Zuerst braucht ihr ein Gefäß, um die Anima aufzunehmen und eine Möglichkeit, sie auszustoßen. Ich besitze zufällig ein solches Gerät, das ich euch gerne überlassen werde. Für einen Preis, versteht sich. Ihr erinnert euch noch an Zowals Kessel? Die Bewohner dort wurden in unheiligem Feuer geschmiedet angenommen. Ihre Anima ist von ähnlicher Natur, da müsste sie sogar die Metalle des Turms schmelzen können. Ich bin davon überzeugt, dass ihr mit meinem Gerät und ihrer Anima eure Ziele erreichen könnt, Schlundgänger. Erregt nicht die Aufmerksamkeit des Kerkermeisters. Mhm. Kauft einen Anima von Venari geschmolzen, das sollte man vielleicht vorkaufen, ne? Den Anima Suprifizierer. Alle Mysterien werden gelüftet. Gut, dann haben wir. Jetzt brauchen wir nur mal geschmolzene Anima. Und hier, die Leiste füllt sich immer mehr. Die Leiste füllt sich immer mehr. Bald wird der Kerkermeister uns hier sehen. Doch wir werden ihm entgehen. Ja, den wollen wir jetzt nicht unbedingt. So. Jetzt wir sollen hier quasi die Möpse klatschen. Kommst mal du her. Unsere Dämonenarmee. Geschmolzener
Ah, nicht mehr. Warum ist mein Rechner gerade so, wie er ist? Kann man das wer verraten? Da haut gerade echt was nicht hin. Vielleicht, weil ich aufnehme auch noch nebenbei. Aber ich habe hier, ich spüre auch die Lecks und ich glaube, man sieht es auch, ne? Ups. Anima. Anima. Schalalalalalala. Anima. Anima. Zwei haben wir schon. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Ich glaube wirklich, dass die Aufnahme hier jetzt so kleine Ruckler bekommt. Das braucht man nicht zweimal. Zur Wahl, zur Wahl, zum Mol. Wir gehen oben rum. Oben rum waren weniger von diesen Elementaren, die was sich dann irgendwie aufsplitten, sondern mehr von solchen Läufern. Und die Letizia läuft ja da auch mit, brav mit uns, ne? Blutelfen-Paladine. Eine Paladirne. So, fertig. Ja, die Bonusziele interessieren mich jetzt leider echt nicht, ne? Die interessieren mich hier echt nicht. Quests, Sturm auf den Schlund, seltene Besonderheiten. Habe ich da eine Quest? Ja, der ist eh schon wieder down. Oder? Ja, egal. Halten wir uns mit sowas doch nicht auf, ihr Lieben. Oder ich euch, ne? Entschuldigen Sie, würden Sie mir bitte Ihr Reittier überlassen? Im Namen des Lichts und des Donners. Auf jeden Fall schaue ich momentan, dass ich so 5 Folgen pro Tag jetzt momentan vorproduziere. Also pro Tag 5 Folgen aufnehme. Dann komme ich nämlich auch gut klar damit, dass ich täglich eine Folge rausbringe. Und wie gesagt, ich lade auch momentan nebenbei 5 Folgen hoch, ne? Dem wird es wahrscheinlich liegen, wobei das eigentlich mehr auf die Leitung geht und nicht auf den Rechner. Also keine Ahnung, warum sich der da gerade so anstellt. Vielleicht sollte ich ihn mal wieder neu starten. Hallo Peter. Hätte ich mir auch mal früher holen können, ne? Die Idee hätte ich auch früher kommen können. Meine Zeit ist unbegrenzt. Konntet ihr Anima besorgen? Natürlich. Euer Erfolg ist immer wieder beeindruckend, Schlundgänger. Obwohl ich zugeben muss, dass derartige Heldentaten mich immer weniger überraschen, je besser ich euch kennenlerne. Beschafft etwas von Wert. Das sollte ausreichen, um die Bande zu lösen, die eure neu gefundenen Verbündeten festhalten. Bevor ihr das tut, möchte ich ein Wort der Warnung aussprechen. Man sollte keinem Wesen vertrauen, das an diesen Ort gefangen ist. Seid vorsichtig, Sterblicher. Schließlich wäre es eine Schande, einen so wertvollen Geschäftspartner zu verlieren. Ich werde euch nicht länger aufhalten. Dann befreien wir mal den Runemetz. Was der sicher sehr, sehr schätzt. Ups, da geht's lang. Gehen wir wieder zur Oblette. Zerbrech die Kette der Oblette. Und nun?
Wir müssen ihn aufhalten. Ich habe einen Weg gefunden, aber wir haben nur einen Versuch. Dann wollen wir euch mal befreien. Freiheit, in gewisser Weise. Ein Vorgeschmack. Ja, das ist gut, ich danke euch. Was wollt ihr? Ah, Macht. Ah, ja, also gut. Und somit haben wir das zweite Kapitel hier abgeschlossen. Jetzt geht's der Hof der Ernte. Wobei das jetzt eigentlich keine Quest mehr ist für uns. Ne? Ich würde sagen, wir kehren jetzt hier mal zurück nach Sündensturz. Da können wir auch die Quest mit dem verlorenen Seelen abgeben. Weil der würde uns jetzt nur reinschicken nach Torghast, um eben hier Mats zu farmen für das Legendary. Das erste. Seelenwächter. Sollen wir anfangen? Eine ausgezeichnete Sammlung von Seelen, nicht zu gebrochen, nicht zu ausgelaugt und nicht zu unschuldig. Seid unbesorgt, ihr Schicksal liegt besser in unseren Händen als in denen des Kerkermeisters. Die Dunkelheit ist sehr gut. Also, Seelen müssen wir freilassen. Rumstufe 9. Ich glaube, 80 war irgendwie so das Höchste. Ne? Und dann sehe ich schon hier die nächste Quest. Renatal hält sich gut, verbirgt aber großen Schmerz. Seine Wunden von Denatrius sind nicht verheilt. Er ist verletzlich. Er will euch losschicken, um seine alte Festung Finsterwaldturm mit Bannern zu sichern und verlässt sich auf seine eigene Stärke, um Feinde abzuschrecken. Eine taktisch schlechte Entscheidung. Nehmt diesen kleinen Rest Anima und belebt Kelra, den Klingenwal, wieder. Zuletzt wurde sie am Finsterwall gesichtet. Belebt sie wieder und sie kann euch dabei helfen, den Turm einzunehmen. Ich lebe, um das Reich vor jenen zu schützen, die ihn schaffen. So. Und jetzt schauen wir kurz auf die Map. Okay. Das, ihr Lieben, machen wir allerdings in der nächsten Folge. Da treffen wir uns da drüben und machen dann die Quest gemeinsam. Ich schaue mir jetzt kurz mal die Aufnahme an, was wir gerade gemacht haben, ob da alles in Ordnung ist. Ihr liked bitte das Video, kommentiert es heftig. Ich freue mich über eure Kommentare. Was spielt ihr in Dragonflight? Was Horde, Allianz, welche Klasse? Schreibt's mal und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ciao!